Die Position des Managers ist ein stark männlich geprägtes Rollenbild. Härte in der Durchsetzung und Konsequenz von Entscheidungen erwartet man von ihm, die Klarheit der Sprache und ein geringes Interesse an individuellen persönlichen Umständen. Je höher man in der Hierarchie der Unternehmensführung gelangt, desto mehr Macht ist mit den Positionen verbunden. Allerdings bei der Ausübung von Macht kommt es jedoch entscheidend darauf an, wie man mit Macht umgeht. Denn der Grad zwischen verantwortlichem Umgang mit Macht und Machtmissbrauch ist sehr schmal. Etwas anders ist die Bewertung der Position der Managerin. Wenn wir vom männlichen Bild, das in der Öffentlichkeit geprägt ist, der Frauen schließen, dann werden Frauen anders beurteilt. Frauen, die im Beruf Härte zeigen, werden überaus kritisch betrachtet und als unweiblich gewertet. Das Frauenbild unserer Gesellschaft ist nach wie vor sozial und weich geprägt und von Frauen erwartet man, dass sie sich nicht so verhalten, wie man an der Spitze eines Unternehmens sich nach dem männlichen Rollenbild verhalten müsste. Daher ist nach wie vor die gläserne Decke dreifach gesichert. Egal welcher Typ im Unternehmen herrscht, behauptet Marianne Heiß, der Konservative, da erwartet man nichts anderes. Seine Haltung ist, dass Frauen im Top-Management nichts zu suchen haben. Sie lehnen Frauen im Top-Management generell und grundsätzlich ab, begründen das mit einer Irritation, die eine Frau in diesen Inner Circle der Männer bringen würde und die bewährten Netzwerke und Rituale einfach stören würde. Die Auswirkung ist, die Umkehrung traditioneller Rollenverteilung wird im Spitzenmanagement der Wirtschaft einfach nicht akzeptiert. Verzicht, selbst wenn Frauen auf Kinder verzichten zugunsten der Karriere, gelten sie als unberechenbare Einzelkämpferinnen, das heißt, ihr hält die gläserne Decke. Aber selbst wenn es eine emanzipierte Grundhaltung gibt, da ist der Mann wie Frau, sind der Meinung, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und sollten im Top-Management gleich stark vertreten sein. Sie haben große Sympathie für ambitionierte Frauen auf dem Weg nach oben mit gleichzeitiger Skepsis, da das Top-Management ja Härte erfordert, wie vorhin angegeben. Und die Auswirkung ist, dass die Härte, die im Vorstand erforderlich wäre und Frauen nicht zugeschrieben wird, das gilt, dass das für Frauen unpassend ist, unweiblich gezwungen und dass daher Frauen auch im Vorstand eigentlich nicht passend sind. Die dritte Variante, der radikale Individualist oder die radikale Individualistin, hat die gleiche Auswirkung. Sie geht davon aus, oder er geht davon aus, dass ausschließlich Qualifikation und Kompetenz und Kontinuität in der Karriere gesetzt wird, verlangt kontinuierliche Karriere ohne längere Pause und unterstellt, dass Frauen keine kontinuierliche Berufsbiografie haben und deshalb gäbe es zu wenige Frauen, die sich für Führungspositionen bewerben. Alles Begründungen von unterschiedlichsten Menschen oder unterschiedlichsten Typen, warum es keinen Sinn macht, Frauen in Spitzenpositionen zu geben. Zu diesem Ergebnis kam nicht Marianne Heiß, sondern der Soziologe Dr. Carsten Wippem-Rann, der von Sinus Sociovision in Heidelberg im Auftrag des Bundesministeriums, des Deutschen Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, eine Studie mit dem Inhalt Frauen in Führungspositionen, Barrieren und Brücken erstellt hat. Nichtsdestotrotz ist Marianne Heiß der Meinung, dass es Frauen in Führungspositionen braucht, dass die gläserne Decke manchmal durchaus durchdringbar ist und dass es aber darauf ankommt, dass Frauen auch die entsprechenden Mechanismen beherrschen, die ihnen auf dem Weg nach oben helfen. Nämlich Probleme
auf dem Weg nach oben und wie man sich umgeht. Eine männerdominierte Kultur verlangt Anpassungsleistung, die allerdings nicht automatisch zur Selbstentfremdung führen muss. Und sie hält ein starkes Plädoyer in ihrem Buch, dass man zu sich selbst stehen muss und dass man die eigene Authentizität nicht verlieren darf und verlieren soll. Sie hält allen voran fest, dass zur Karriere weitaus mehr gehört als gute Leistung und Fleiß. Wir wissen aus der Psychologie, dass 55% des Eindrucks, den eine Persönlichkeit macht, auf Ausstrahlung und Körpersprache zurückgehen, 38% auf die Stimme, und das sind Männer sehr oft bevorzugt, und nur 7% auf den Inhalt. Das sollte man sich immer vor Augen halten, dass nämlich Sympathie, Überzeugungskraft, Glaubwürdigkeit den Gesamteindruck verstärken. Und daraus kann man natürlich auch den Umkehrschluss ziehen, dass ein schlechter Inhalt durch eine glänzende Verpackung aufpoliert werden kann. Und wenn Sie sich manche Führungspositionen anschauen, dann kann man dem nicht ganz widersprechen. Sie weist auch darauf hin, dass Frauen sich sehr oft selber einengen. Wer nicht lernt, zu delegieren und loszulassen, ist einer ihrer Ratschläge, wird für Top-Management-Positionen nicht ausgewählt werden, weil sie den Eindruck erwecken, dass sie im operativen Geschäft fleißig, wertvoll und unabkömmlich sind. Und es wird sie im Chef gar nicht gehen lassen und schon gar nicht weiter nach oben. Und ob man es Selbstbewusstsein oder Selbstüberschätzung nennen mag, einer Studie zufolge bewerben sich Männer auf eine Position, wenn sie gerade mal 50% der Kriterien erfüllen, die in der Ausschreibung angeführt werden. Frauen meinen den Anforderungen nicht gewachsen zu sein, selbst wenn sie 95% der Kriterien erfüllen. Ja, Frauen glauben, wenn sie nicht mindestens 100% der Kriterien erfüllen und darüber hinaus noch etwas zu bieten haben, bewerben sie sich gar nicht erst. Eine Erfahrung, die dieser Journalistinnenkongress schon vor vielen Jahren immer wieder angeführt hat, diese Bescheidenheit, eine unserer Mitinitiatorinnen, Monika Lindner, damals ORF-Generalintendantin, hat es hier von diesem Pult aus genannt, ich zitiere, die geschissene Bescheidenheit der Frau. Zitat Ende. Auch das wird hier im Buch angeführt. Und dann kommt sie mit einer Latte von guten Ratschlägen, die es auch wert sind, durchgesehen zu werden. Ich gehe sie jetzt nur schnell durch, weil uns sonst die Zeit fehlt. Das müssen Frauen lernen, Konkurrenz aushalten können. Wir Frauen scheuen oft die Konkurrenz, ohne Not. Und daher auch das, und zwar männliche und weibliche Konkurrenz aushalten können, sich auch dem Vergleich stellen, und zwar selbstbewusst dem Vergleich stellen. Nicht jede Kritik persönlich nehmen. Männer können das hervorragend. Eine Kritik auch sachlich von der persönlichen Ader zu trennen, sich fast nicht betroffen zu fühlen, während Frauen jede Kritik, auch wenn sie sie gar nicht persönlich trifft, auf jeden Fall einmal persönlich dazu neigen, Kritik persönlich zu nehmen. Ein ganz wichtiger Faktor ist, strategisches und politisches Kalkül zu entwickeln, das heißt nachzudenken, wo will ich denn hin und wo liegen denn meine Ziele tatsächlich und nicht alles dem Zufall zu überlassen. Dann natürlich Entschlossenheit in der Umsetzung dieser Analyse und den Aufbau eines entsprechenden Netzwerkes, das einem hilft, seine Ziele auch zu erreichen. Weiter die Aufmerksamkeit nicht auf die Schwächen lenken, sondern auf die Stärken.
konzentrieren, das Machtstreben entwickeln, Entschuldigung, das habe ich jetzt ausgelassen, die Aufmerksamkeit nicht auf die Schwächen lenken, sondern auf die Stärken zu konzentrieren und auch das Machtstreben durchaus entwickeln, dabei aber lernen, mit Neid und Missgunst umzugehen und sich selbst dabei treu zu bleiben und die eigene Persönlichkeit zu wahren. Wer es schafft, sich von den Beurteilungen und Wertungen anderer unabhängiger zu machen, nicht völlig unkritisch, aber unabhängiger zu machen, wird ein stabiles Selbstwertgefühl für eine Top-Management-Position aufbauen können. Und wenn ich als Frau nicht selbstbewusst auftrete, ich zitiere, und von meinen Fähigkeiten überzeugt bin, dann kann ich auch andere nicht von mir und meinen Leistungen überzeugen. Ambivalenz wird als Unentschlossenheit gedeutet und wer unentschlossen ist, dem traut man auch keine Managementposition zu. Ein sehr berühmter oder in den letzten zwei Tagen von allen zitierter und gezeigter Mann hat einen klugen Satz geprägt: The surest path to success is to surround yourself with brilliant women. Barack Obama, nicht nur mit seiner Ehefrau, sondern auch mit einer guten Außenministerin. Also er hat es geschafft, sich selbst auch mit ausgezeichneten Frauen zu umgeben. Und dann folgen noch einige gute Ratschläge. Stellen Sie sich den Herausforderungen. Das heißt, verlassen Sie Ihre Komfortzone. Da verharren Frauen manchmal ganz gern drinnen. Ich würde auch sagen Männer, aber auch Frauen finden es ganz angenehm. Planen Sie Ihren beruflichen Werdegang strategisch und stellen Sie den persönlichen Karriereplan auf. Ergreifen Sie die Chancen, die Ihnen das Leben bietet. Stecken Sie sich klare Ziele und verfolgen Sie diese konsequent. Seien Sie ehrgeizig und hartnäckig und suchen Sie immer wieder neue Herausforderungen. Machen Sie sich unabhängig und verlieren Sie das Ziel nie aus den Augen. Ganz wichtig, glauben Sie an sich selbst, stellen Sie sich nicht selbst immer in Frage, geben Sie niemals Ihre Authentizität und Ihre Identität auf, betonen und vermarkten Sie Ihre Uniqueness oder Ihren Unique Selling Point, Ihren USP, finden Sie Ihre persönliche Balance im Leben, seien Sie ehrlich zu sich selbst, ob Sie auch bereit sind, den Preis für eine Managementposition zu bezahlen.